herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom American Truck Simulator. Und zwar sitzen wir mal wieder im wunderschönen Kenworth. Und wie man da schon sehen kann, sind wir momentan bei der Firma CAT. Also im Navi. Ich mach's mal ein wenig größer. Hier, wir sind bei der Firma CAT. Und ja, wenn wir jetzt mal in diesen Spiegel schauen, sehen wir etwas Gelbes. Und da hinten ein Bagger. Wenn wir jetzt hier in den Spiegel schauen, sehen wir auch etwas Gelbes. Und wenn wir dann jetzt mal aus dem Fenster schauen, sehen wir nämlich eine mobile Absperrung. So heißt es zumindest in der Auftragsbeschreibung. Ich kann es auch noch mal zeigen. Mobile Absperrung. 0 Tonnen. Von nach Karlsbad in zur Firma Bitumen. Für 3430 Euro. Das war die richtige Taste. Ja. Dann mache ich nämlich jetzt mal den Motor an. Und dann ist nämlich wahrscheinlich die spannendste Frage. Ah, okay, da ist eine Arbeitsagentur, Direct Hire. Wir haben heute 10 Gänge. Ja, stimmt, keiner wurde vergessen. Und zwar, jetzt ist die spannendste Frage des Tages. Wie kommen wir hier aus der Hütte raus? Am besten von außen. So. So, jetzt kann ich sie auch mal wieder von hinten zeigen hier. So sieht unsere... Oh. Unsere mobile Absperrung aus. Wartet mal, kann ich ja auch rundum leuchten vielleicht. Ja, die Rundumleuchte ist an, aber sie funktioniert nicht. Ah, okay. Ja. Dann mache ich mal den Rechtsblinker an und schaue, dass wir hier mal... Scheiße. Ich häng schon, oder? So gut wie. Vorsicht! So. Wir sind rausgekommen. Das hat immerhin schon mal einen Vorteil. Denn wir können jetzt Richtung Los Angeles fahren. Links oder rechts? Rechts. Richtung Los Angeles. So. Nächster Gang. So. Jetzt geht's auf die Autobahn. Jetzt wird's spannend. Schaue ich nämlich gerade mal auf die Karte. Wir sind nämlich jetzt hier in Oxnard losgefahren und ich wollte eigentlich... Das war die falsche Taste. Ach je. Ja. Ich wollte irgendwas sagen vor allem. Genau, wir fahren nämlich heute nach Karlsbad. Oder Karlsbad.
Und das entspricht 243 Kilometern. Heute mal eine etwas kürzere Tour, aber das muss ja auch mal sein. So. Warum habe ich das jetzt ausgemacht? Ich weiß es nicht. So. Ich habe gehört, vielleicht durch meinen Kanal, dass euch das Rettungsgassen-Video sehr, sehr gut gefallen hat und das eigentlich etwas besser als die anderen Teile vom American Truck Simulator angekommen sind. Und ja, finde ich schön, dass euch solche Themen gefallen. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Themen euch brennend interessieren, worüber ich ein Video mal machen sollte. Ja, könnt ihr mir gerne mal mitteilen. Oh, Parkplatz. Parken müssen wir jetzt nicht. Oder auf den Rastplatz. So. Ach, das ist. Nicht sein Ernst. Der hat auch ein bisschen überladen. Naja. Ach nee, das bringt ja gar nichts. Nicht rüberziehen. Hier oben. Alles gut? Krankenwagen oder sowas? Kein Krankenwagen, okay. Entschuldigung. Ach je. So. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle jetzt mal versuchen, eine Timelapse zu machen vom Spiel. Mit ein bisschen schöner Musik unterlegt. Und wenn es klappt, habe ich Glück. Wenn nicht, müsste mich auch weiterhin ertragen. Haha. Oh. Zu schnell. Jetzt haben wir noch exakt 112 Kilometer. Und wir fahren gerade, glaube ich, an Los Angeles vorbei. Richtig. Wir fahren gerade an Los Angeles vorbei. Gibt es auch das ein oder andere Spiel, was in Los Angeles spielt? Was vielleicht auch der ein oder andere kennt? Naja. Wenn nicht, dann nicht. Wenn schon. Dann schon.
Die letzten 40 Kilometer müsst ihr mich mit Stimme ertragen. Haha, Spaß. Zwar sind wir jetzt gleich da und fahren mit konstanten 90 km/h hier über die Autobahn. Ach nein. In die falsche Ausfahrt. Wie soll das denn jetzt gehen? West Coast Tours. Danke. Oh, da wurde einer von unseren Kollegen angehalten. Ja, was hat er denn verbrochen, der Herr? Ja, eine Ausfahrt zu früh. Ja. Was macht der Bus denn? Blitzer, hallo! Selfie, Bus. Ja, das ist genau meine Richtung. So. Und wiederhalten. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ach, hier muss man aber weit vorfahren. So. Bis hier vorgefahren. Kommt nichts, alles frei. Perfekt. Gas. Und da passe ich mal wieder nicht auf und fahre zu schnell. Ach, 89, ja gut, dann Feuer und Flammen, nicht? Haha. Und Baustelle. Nee. Leute, nee, ich soll jetzt nicht da rein, oder? Hä, wie soll das denn gehen? Kann ich da vorne wenden? Hä, mit dem fetten Teil kann ich doch nirgendwo... wenden? Ja, erster Aufenthalt in Karlsbad. Vielen Dank. Nee, nee, das einfache Einparken mache ich nicht. Das könnte knicken. Ach je. Na, dann probiere ich es mal. Oh. So. Vor allem, wie lang dieses Teil ist. Ich werde verrückt. Aber dann hätte uns das blöde Navi auch einfach auf der Autobahn lang schicken können. Nein!
Warum sollte es der einfache Weg sein, wenn es nicht auch schwer geht? Nur wir haben jetzt folgendes Problem. Den Verkehr. So, jetzt gucke ich mal aus der aus der Vogelperspektive. Jetzt verstehe ich nämlich so langsam die ganze Geschichte. Die machen hier nämlich Baustellen. Und dafür brauchen die diese ellenlangen Dinger, um die Straßen zu sperren, damit sie das ganze Ding hier aufreißen können. Die ganze Straße. So, absatteln. Ah, ja gut. So, Level 6 ETU, ETU, ach du Scheiße, ey. ETUA, nein. Enthusiast. Jetzt hab ich's. Und ihr seht, wir haben ganz klein angefangen und sind jetzt schon in der Erfahrung ein wenig gestiegen. Da haben wir zum Beispiel mal eine längere Fahrt gemacht, dann wieder eine kürzere, ach ja, schön. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich mal wieder sehr, sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Filz. Ciao.